Inside Health – Gesundheitspolitik im Fokus. Ein Podcast von und mit Asklepios CEO Kai Hankeln. Wir wollen entbürokratisieren. Wir wollen die Qualität verbessern und gleichzeitig aber auch entökonomisieren. Dieser Satz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wurde vielfach als verbale Spitze gegen vermeintlich gewinnorientierte private Krankenhausträger wahrgenommen. Doch was ist dran an der These? Sind die Privaten tatsächlich ein überflüssiges Übel im Gesundheitssystem? Unter anderem darüber spricht Asklepios CEO Kai Hankeln mit seinem Gast Thomas Bublitz, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Privatkliniken. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen beim Podcast Inside Health heute. Ich begrüße ganz herzlich Thomas Bublitz, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Privatkliniken, kurz BDPK, und ausgewiesener Experte im Gesundheitswesen seit vielen, vielen Jahren, Herr Bublitz. Und ich muss gestehen, das ist die zweite Runde, die wir machen. Ich muss mich entschuldigen, den ersten Podcast haben wir noch in Corona-Zeiten mit Microsoft Teams probiert und das ist technisch nicht richtig gut zu Ende gegangen. Insofern heute der zweite Anlauf und ganz herzlichen Dank, dass Sie es nochmal hier mit mir machen. Wollen Sie sich den Zuhörern kurz vorstellen? Sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Mein Name ist Thomas Bublitz. Ich bin seit 20 Jahren beim Verband der privaten Klinikträger, Hauptgeschäftsführer und habe zuvor in meinem beruflichen Dasein auf der anderen Seite gearbeitet, nämlich bei Krankenkassen, war 15 Jahre lang beim Verband der Ersatzkassen und zuvor noch beim AOK-Bundesverband. Ja, und da sieht man schon ein bisschen was und ich glaube, es ist auch durchaus von Vorteil, wenn man die gesundheitspolitische Entwicklung oder überhaupt das Miteinander aus zwei Richtungen bewerten kann. Das eint uns. Ich war auch mal bei der DAK. Das heißt, ich gucke natürlich auch ein bisschen auf das Überleben und die Finanzierbarkeit des GKV-Systems. Das ist mir als Betreiber dann auch wichtig. Aber jetzt mal zum BDPK. Ist ja Privatklinikvertreter. Das heißt, Sie werden immer als Lobbyorganisation wahrgenommen oder inzwischen auch als Lobbyorganisation stigmatisiert. Ärgert Sie das? Ja, das ärgert uns natürlich schon, wobei das natürlich auch in keiner Weise irgendwie den Realitäten entspricht. Die Gesetzgebungsprozesse funktionieren so, dass Krankenhausvertreter, Rehabilitationseinrichtungsvertreter natürlich auch zu Gesetzgebungsverfahren anzuhören sind. Und das ist ja im Gesetzgebungsverlauf auch grundgesetzlich vorgegeben. Und deshalb empfinden wir gar nicht, dass wir eine Lobbyorganisation sind, sondern wir sind diejenigen, die sozusagen aus Sicht der Kliniken, der Betreiber, auch Erfahrungen bündeln können, spiegeln können und auch den Politikern Eindruck darüber verschaffen können, was denn eine gesetzgeberische Änderung am Ende in der Praxis bewirkt. Wir sitzen hier heute beim Wirtschaftsrat in Berlin, die uns netterweise einen Raum zur Verfügung gestellt haben für diese Aufzeichnung. Auch der Wirtschaftsrat wird immer wieder jetzt als Lobbyorganisation kritisiert. Aber wie soll Politik funktionieren? Wie sollen denn Gesetzgebungsverfahren funktionieren, wenn Praktiker sich nicht einbringen? Zuletzt hat Herr Lauterbach genau das gesagt, macht er in seiner Krankenhausreform nicht. Er nimmt keine Lobbyisten damit rein, keine Praktiker, nicht die Deutsche Krankenhausgesellschaft, nicht den BDPK, nicht den GKV-Spitzenverband. Und am Ende hat er jetzt ein Eckpunktepapier, was einem Scherbenhaufen gleicht, oder? Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich seine große Schwachstelle, dass er vielleicht sogar sehr gute Ideen hat, aber für die Realisierung der Ideen in der Politik braucht man eben Verbündete. Und man braucht auch eine Akzeptanz, dass das Bessere der Feind des Guten ist. So, das heißt also, man ist einfach gut beraten, wenn man darauf hört, welche Erfahrungen, welche Einschätzungen man auch in einen solchen Reformprozess einbringen kann. Das ist das eine, dass man sozusagen die richtigen Lösungen findet. Im zweiten muss man sich aber auch darüber im Klaren sein, dass Politik immer die Kunst des Machbaren bleibt. Das heißt also, ich bin darauf angewiesen, auch zu schauen, wie reagieren die Partner, die Verbündeten, die ich zwingend in diesem Gesetzgebungsverfahren brauche. Und ich glaube, da hat er sich natürlich ein enorm spannendes Projekt ausgesucht mit der Krankenhausreform. Und das kann ja nicht ohne die Zustimmung der Bundesländer funktionieren. Und da habe ich den Eindruck, das ist eher nicht so gut ausgeprägt. Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber ich gehe vorne nochmal ein. Herr Lauterbach macht natürlich SPD-Politik oder linke Politik an der Stelle.
und diskreditiert ein wenig die privaten Krankenhausbetreiber, die Sie ja in Ihrem Verband mitvertreten, und postuliert ein bisschen: an Gesundheit darf man kein Geld verdienen. Er will entökonomisieren, und Tom Pschorr, der Vorsitzende der Regierungskommission, war auf ihrer Jahrestagung, ich durfte auch da sein, und hat eigentlich genau damit seinen Vortrag eröffnet, dass er gezeigt hat, guck mal, das sind private Krankenhausbetreiber, die verdienen Gewinne und deswegen braucht es jetzt eine Finanzierungsreform. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch in der Persönlichkeit der Person begründet, wäre mein Eindruck. Also eine Form von Populismus vorne ranzuschieben, die sozusagen die Bahn für Reformen ebnen soll. So kommt mir das Ganze vor. Denn wenn man mit Realismus in die Welt blickt, auch in unser Gesundheitswesen blickt, dann ist es nun mal so, dass Apotheken, Vertragsarztpraxen, Heilmittelerbringer, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, alles, was unter dieser Begrifflichkeit zu subsumieren ist, Reha-Einrichtungen, pharmazeutische Industrie, alles das, was uns den Fortschritt verspricht, natürlich privatwirtschaftlich organisiert ist. Warum sollte jemand in Forschung investieren, wenn er nicht die Perspektive hat, damit auch Geld zu verdienen? Ich glaube, viele Linke wollen aber, dass genau der Staat das tut, nach dem Motto, der Staat kann das besser und der Staat kann investieren, und dieser Staatsglauben war noch nie so ausgeprägt, also fühle ich irgendwie ein bisschen wie im Moment. Das ist absolut richtig, aber ich will all denen, die daran glauben, gerne sagen, versuchen Sie in Berlin einen Termin am Bürgeramt zu bekommen und dann wissen Sie, wie gut staatliche Administration erfolgt. Da bekommen Sie dann Ihren Termin, wenn Ihr Personalausweis abgelaufen ist, wenn es gut läuft, in 3 Monaten. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen realistisch bleiben und muss sagen, Gesundheitsversorgung war nie staatlich getragen, wird es auch nie sein. Warum soll sich denn ein Hausarzt, ein Facharzt bemühen, wenn er keine Perspektive hat, durch sein Bemühen auch ein bisschen, auch wirtschaftlich davon zu profitieren? Warum sollte er das tun? Übertragen wir es noch auf die Krankenhäuser. Warum sollten denn Krankenhäuser gute Leistungen erbringen, wenn sie das gleiche Geld auch für schlechte Leistungen bekommen? Also es ist doch absurd. Die Einschätzung, dass man mit einem staatlichen Gesundheitssystem den Patienten etwas Gutes tut. Ich glaube, das ist eher was für die populistische Ecke. Jetzt haben wir eine Dreiteilung in der Krankenhauslandschaft in Deutschland. Die frei gemeinnützigen Häuser, die kommunalen, sprich staatlichen Häuser und die privaten Häuser. Machen die verschiedenen Gruppen irgendwas anders oder besser? Na, ich glaube, bei uns Privaten ist eigentlich wieder alle Erwartungen doch sehr ausgeprägt, dass uns bewusst ist, dass wir Patienten gut versorgen müssen, wenn wir denn davon ausgehen wollen, dass wir unser Image gut halten als gute Versorger, als gute Gesundheitsdienstleister. Und insofern haben wir einen klaren Fokus auch auf die Patientenzufriedenheit und die Ergebnisqualität. Und ich glaube, das machen wir ganz gut. Wir machen es im Weiteren auch ganz gut, uns darüber bewusst zu sein und das nicht zu tabuisieren, dass natürlich eine Gesundheitsversorgung ein wirtschaftliches Thema ist. Das heißt, natürlich haben alle Krankenhäuser gleichermaßen ein zugewiesenes Erlösvolumen für die Behandlung, und man muss jetzt auch wirklich sehen, dass man eine gute Behandlung im Rahmen dieses zugewiesenen Geldbetrages organisiert. Und es ist im Übrigen nicht richtig, dass man glaubt, wenn man nur besonders viel Geld bei der Behandlung irgendwie verplempert, verbraucht, dass dadurch dann auch eine gute Versorgung gewährleistet ist. Das ist eben mitnichten so. Und ich glaube, darauf haben wir doch einen sehr klaren Blick. Jetzt hat Herr Lauterbach eins nicht geschafft, einen Keil zwischen die verschiedenen Trägergruppen zu bekommen. Ich glaube, also gefühlt für mich die Einigkeit unter den Krankenhausbetreibern, egal in welcher Trägerschaft, war noch nie so groß wie aktuell. Die DKG hat sich noch nie so gemeinsam in einem Auftreten verständigt, wie das aktuell der Fall ist. 70% der Kliniken schreiben rote Zahlen. Alarmiert Sie das? Ja, natürlich. Also das muss jeden verantwortlichen Gesundheitspolitiker alarmieren. Zu der Geschlossenheit will ich nochmal sagen, Geschlossenheit ist natürlich, wird auch dadurch befördert, dass man erkennt, dass eine Reform, die als Reform verkauft wird, im Grunde falsche Inhalte bietet, falsche Herangehensweisen liefert, Versprechungen suggeriert, die am Ende gar nicht bei genauem Hinschauen auch in Erfüllung gehen können. Das eint natürlich auch die von dieser Reform betroffen sind.
So, zu der Frage der finanziellen Situation. Ich glaube, wir hatten noch nie eine solche finanzielle Betroffenheit. Ich habe auf der Kundgebung der Deutschen Krankenhausgesellschaft gesprochen und habe Herrn Lauterbach im Grunde vorgeworfen, dass er uns an den finanziellen Abgrund führt, egal in welcher Trägerschaft, uns dort stehen lässt, mit hohen Defiziten über alle Krankenhausträgerschaften hinweg. Ja, und nach den roten Zahlen kommt die Insolvenz. Ich glaube, dessen sollte man sich bewusst sein, dessen sollte sich auch die Politik bewusst sein, die SPD bewusst sein, die Verantwortlichen in den Ländern natürlich. Und es geht da, glaube ich, um mehr als um die Frage, wie Herr Lauterbach gut aussieht in der Talkshow. Ja, aber Herr Lauterbach sagt ja in der Talkshow, er schließt keine Krankenhäuser. Es wird auch außerdem keine Leistungskürzungen mit ihm geben. Und am Ende gibt er aber auch nicht mehr Geld ins System. Bestätigt aber auch, 70% der Kliniken sind in roten Zahlen und viele sind von der Insolvenz bedroht. Wie soll diese Gleichung aufgehen? Das kann ich Ihnen nicht erklären, weil die Gleichung nach meiner Einschätzung nicht aufgehen kann. Also da sind schlicht und ergreifend Annahmen drin, oder er macht sich einen schlanken Fuß, wie man auch so schön sagen könnte, denn er stellt die Instrumente zur Verfügung, die im Grunde für die Krankenhausschließungen sorgen. Und jetzt mag man gerne unterscheiden, ob es insolvenzbedingte Schließungen sind, die man sozusagen den kalten Strukturwandel benennt, oder ob es eben geplante Krankenhausschließungen sind, die aus seiner Reform resultieren. Es kommt aber aufs Gleiche raus. Die Verantwortlichkeit aus der Krankenhausreform liegt natürlich bei ihm. Na, auch die Verantwortung für die aktuell schwierige Situation der Krankenhäuser liegt bei ihm. Herr Peger, Kollege von Ameus, hat das auf ihrer Jahrestagung ganz schön und anschaulich zusammengefasst. 2,3% beträgt die Erlössteigerung im Jahr 2022 und 10% die Kostensteigerung. Braucht es jetzt ein Vorschaltgesetz oder eine weitere direkte Hilfe, damit die Kliniken das bewältigen können? Ja, auf jeden Fall. Und daraus ein Gedanken davor muss man, glaube ich, platzieren. Dass das so ist, wie es ist, liegt doch darin begründet, dass Politiker ein Finanzierungssystem so eng reguliert haben, dass das Finanzierungssystem eben nicht auf eine solche Krise reagieren kann. Und das in so einem elementaren Lebensbereich wie Gesundheitsversorgung. Ich glaube, da haben die Krankenhäuser eine sehr zentrale Rolle. Die Tankstelle, der Brötchenbäcker, die erhöhen die Preise, wenn so eine Situation da ist. Wir können das nicht und das Finanzierungssystem sieht es auch nicht vor. Und das Finanzierungssystem, das muss man nochmal deutlich sagen, ist politisch gemacht, gesetzgeberisch entschieden. Das ist nicht ein Problem der DRGs, sondern das ist eine politische Entscheidung, dass die Finanzierung darauf nicht reagieren kann. Und deshalb ist das Vorschaltgesetz zwingend notwendig. Jetzt provoziere ich Sie noch mal ein bisschen. Herr Professor Busse und verschiedene Kassenvertreter versuchen immer wieder, die Spaltung oder das Diskreditieren privater Träger voranzutreiben und sagen, vor allem private Träger seien die mit den unnötigen Behandlungen, Doppelbehandlungen, nicht notwendigen Krankenhausbehandlungen und dem Vorwurf betrügerischer Abrechnungen. Wie antworten Sie darauf? Ja, also ein bisschen ratlos treffen Sie mich dabei. Ich habe in letzter Woche mit Herrn Busse auch noch mal eine intensive Diskussion gehabt. Ich erlebe das so tatsächlich nicht, dass er das speziell den Privaten vorwirft. Wenn es denn doch passiert, werden wir natürlich und tun wir auch auf die das behaupten, zugehen und sagen, belege doch bitte mal deine Behauptung. Und was wir dabei feststellen, das ist ja nicht zum ersten Mal, das fing ja schon an zu Corona-Pandemie-Zeiten, als Herr Lauterbach sagt, mit privaten Krankenhäusern kann man keine Pandemiebekämpfung organisieren. Ich glaube, wir haben das mehr als das Gegenteil bewiesen, waren hochverantwortlich an dieser Stelle. Und wir gehen dann auf die Akteure zu und sagen, belege doch deine Aussage, belege deinen Vorwurf. Und dann erkennt man, dass weder bei Abrechnungsbetrügereien, vermeintlichen Abrechnungsbetrügereien, noch bei dem Vorwurf, unnötige Leistungen zu erbringen, irgendein Beweis vorgelegt werden kann, der das stützt. Das ist so eher eine populistische Behauptung. Man will also den Weg ebnen, um andere Ideen, die im Hinterkopf rumspuken, auf dieser offensichtlich Zustimmung hervorrufenden
Ausgangslage irgendwie dafür dann den Weg zu bereiten. Ist ja ein probates politisches Mittel. Hat Herr Lauterbach und die Regierungskommission, sitzt Professor Busse, glaube ich, auch drin, ja gestern auch wieder gemacht, indem sie ein Papier veröffentlicht haben, neue Stellungnahme der Kommission, in dem sie sagen, guck mal, die Krankenhausstruktur, so wie sie ist, produziert sehr viele schlechte Dinge, haben das festgemacht, zum Beispiel an den Schlaganfällen oder an den Krebserkrankungen, und sind von den Kodierdaten ausgegangen und haben dann gesagt, guck mal, die Menschen hätten eine viel längere Lebenserwartung oder ein viel besseres Outcome, wenn die denn in größeren Zentren, in zertifizierten Zentren behandelt worden wären. Jetzt hat die DKG sich sehr darüber geärgert, weil natürlich aus den Kodierdaten das eben nicht abgeleitet werden kann, weil natürlich verschlüsseln wir zum Beispiel einen Schlaganfall, auch wenn der länger her ist. Das heißt, wenn bei einer ganz anderen Diagnose das ebenfalls festgestellt wird, dann wird es natürlich mit verschlüsselt, weil es ein Patient, der aus dem Pflegeheim kam und der Schlaganfall ist 3 Wochen her, der wäre kein klassischer Fall, um ihn in einer Stroke Unit zu behandeln, die dann zertifiziert ist. Was sagen Sie zu so einem Unsinn? Naja, es ist vielleicht auch der Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit, zunächst mal im Dezember letzten Jahres eine Jahrhundertreform zu versprechen, jetzt aber festzustellen, dass es gar nicht so einfach ist, eine Jahrhundertreform voranzubringen. Ich habe es ja zu Beginn schon gesagt, dafür muss man zuhören können, dafür muss man auch lernfähig sein und dafür muss man vor allem politische Verbündete finden. Und alles drei sehe ich im Moment nicht sonderlich ausgeprägt. Und deshalb wird, glaube ich, eher versucht, auf der populistischen Ebene voranzugehen. Ich weiß nicht, wie die auf 20.000 gewonnene Lebensjahre kommen, wenn es denn eine Krankenhausreform schon gegeben hätte, nach der alle dort behandelt worden wären. Also ich habe die Berechnungen nicht nachvollziehen können. Ich habe sie schlicht nicht verstanden. Ich würde mal ganz pragmatisch eine Zahl dagegen setzen. Die Herzinfarktpatienten, die mit dem Rettungswagen eingeliefert werden, landen zu 93% im richtigen Krankenhaus mit Linksherzkathetermessplatz. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob die fehlenden 7% viel oder wenig sind. Jetzt gibt es manchmal auch unklare Diagnosen dabei. Also ich glaube, die Zahlen sind so ein bisschen Nebelbomben aus meiner Sicht. Müsste jetzt nicht die DKG oder der BDPK einen Gegengutachtenauftrag geben, um zum Beispiel zu sagen, was wird an Lebensjahren verloren, dadurch, dass die nicht vorhandenen Rettungsmittel das nächstgelegene Krankenhaus neben denen, die geschlossen wurden, eben nicht erreicht? Ja, mit dem Gutachten ist das immer so eine Sache, das erinnert mich immer an so ein Ost-West-Wettrüsten. Und die Gutachter freuen sich am Ende und wer diese Entwicklung ein bisschen intensiver verfolgt hat, der wird ja auch eine gewisse Wankelmütigkeit in der Argumentation seitens des Gesundheitsministers feststellen. Mal ist es die Qualität, mal ist es die Finanzierung. Und die Herangehensweise verändert sich. Und ich glaube, da kommen wir auch mit Gutachten nicht hinterher. Herr Dr. Horneber, Chef gemeinnützige Klinikkonzern Agaplesion, sagt, die Reform hat für seine Häuser eine katastrophale Auswirkung. Und er sagt, es ist eigentlich eine Stärkung von Kliniken in öffentlicher Trägerschaft und eine gezielte politische Benachteiligung von privaten und frei gemeinnützigen Häusern. Würden Sie es auch so kategorisieren oder würden Sie sagen, Gewinner, Verlierer sind anders einzuteilen? Naja, also schaut man sich an, wer in der Regierungskommission sitzt, sieht man natürlich, dass vor allem dort Vertreter sitzen, die in großen Krankenhäusern sind. Und ich glaube, das ist eher das, was Gewinner und Verlierer in dieser Reform charakterisieren würde. Also eine Grundüberzeugung der Reformkommission ist ja, dass ein Krankenhaus mit ganz, ganz vielen Fachabteilungen, also einfach Fachabteilungen durchzählen und wer mehr als 15 hat, ist super, dass das sozusagen eine reformerische Herangehensweise ist. Und dann ist das, was Herr Horneber sagt, durchaus richtig, dass die kleineren Krankenhäuser, vor allem die, die in der Fläche versorgen, und das sind sehr viele privat getragene Krankenhausbetreiber, aber eben auch frei gemeinnützige Krankenhäuser, im Übrigen alle welche, die dem besonderen Schutz des Krankenhausgesetzes unterstehen, denn nicht der Staat soll es selbst machen, sondern es soll eine Subsidiarität geben, es soll verlagert werden auf die Aufgabe soll beschrieben werden, aber die Aufgabenerfüllung der Versorgung soll durchaus auch in privater und frei gemeinnütziger Trägerschaft liegen. Und da, glaube ich, wird es dann auch einen gesetzlichen Konflikt geben.
Und alle die, die im Moment diese Reform befürworten, es gab ja auch eine Pressekonferenz oder eine Presseerklärung der Universitätskliniken und der Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser, daraus wird schon klar, wer glaubt, dass er bei dieser Reform tatsächlich auf der Gewinnerseite steht, und es sind nun mal die Großkrankenhäuser. Jetzt gibt es einige Privatklinikbetreiber, ich darf da auch aus dem BDPK an der Stelle durchaus berichten, die sagen, das ist eine Riesenchance für die privaten Betreiber. Da vertun sich viele öffentliche vielleicht oder viele Unikliniken, weil es wird zum Beispiel zu einer Wartezeitenmedizin kommen. Wartezeitenmedizin eröffnet wie in Dänemark die Möglichkeit, Privatkliniken zu eröffnen, wo man eben nicht warten muss, Self-Pay. Patienten hat und dadurch neue Geschäftsmodelle entstehen, oder Gesundheitskioske können Geschäftsmodelle sein. Also immer wenn eine Reform kommt, dann hat sich eigentlich in den letzten Jahren gezeigt, dass private Träger dadurch durchaus profitieren. Ja, also die politische Entscheidung oder die Rahmenbedingungen werden durch politische Entscheidungen gesetzt, und so wird es ja auch bei dieser Reform sein. Und wenn es tatsächlich ist, dass wir die Stärke unseres Systems heute, nämlich einen relativ flotten Zugang zu Gesundheitsleistungen zu bekommen, wenn das massiv eingegrenzt wird, indem die Zahl der Anbieter sinkt, dann glaube ich, wird das schon passieren. Stellen Sie sich doch nur vor, wie eine, und das haben wir heute schon ohne Krankenhausreform, wenn Sie als onkologischer Patient in der Universitätsambulanz anrufen und sagen, ich möchte dort einen Termin haben, dann kriegen Sie Wartezeiten von 3 Monaten genannt. Und ob das jetzt, das ist zumindest nicht meine Vorstellung, wie wir gute Gesundheitsversorgung machen. Das kann zwar dann sicherlich vielleicht prozessual und mit besten Professoren möglicherweise geschehen, aber wenn Sie dafür 3 Monate oder 6 Monate oder wie auch immer warten müssen, ist es, glaube ich, nicht gut. Wir haben von Herrn Lauterbach ja gehört, dass er davon ausgeht, dass es eine Wanderungsbewegung geben wird von Fachkräften, Ärzten, Schwestern, dann in das nächstgelegene größere Krankenhaus. Viele Unikliniken hoffen aufgrund der Entlastungstarife auf ähnliche Effekte, dass man eben von kleinen Krankenhäusern zur Uniklinik wechselt. Wir haben heute einen CDU-Gesundheitspolitiker erlebt, der von dem gleichen Effekt ausgeht. Sehen Sie das auch so? Ja, wir sitzen hier gegenüber von der Charité, und jetzt müssen wir doch nicht glauben, wenn wir das letzte Krankenhaus in Brandenburg schließen, dass die alle hier in Berlin eine Wohnung finden, suchen und finden und bezahlen können. Also bei der Krankenhausdemonstration am Hauptbahnhof in Berlin am Dienstag hat die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Pflegerates deutlich gesagt, Pflege ist kein Wanderzirkus. Und ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube nicht, dass die Leute ihr häusliches, ihr privates, ihr soziales Umfeld verlassen, weil Herr Lauterbach jetzt eine große Krankenhausreform plant. Also der Schuss könnte zumindest auch nach hinten losgehen. Also ich befürchte das auf jeden Fall, dass dadurch Menschen aus dem Beruf ausscheiden, die wir eigentlich in dem demografischen Effekt dringend bräuchten. Wir springen ein bisschen zur Reha. Viele Kliniken im BDPK sind, die dort organisiert sind, sind Reha-Kliniken. Und die demografische Entwicklung stellt die Reha-Kliniken auch vor immense Herausforderungen, insbesondere auch bei dem wachsenden Bedarf demografieorientierter Angebote, aber natürlich auch in Sachen Fachkräften. Ist die Reha-Branche darauf vorbereitet? Naja, das wissen wir nicht so genau, weil natürlich gerade bei der Rehabilitation wir eine Besonderheit haben, nämlich dass wir Krankenkassen und Rentenversicherungsträger haben, die zunächst mal eine Reha genehmigen müssen. Und wenn eine Versicherung eine Leistung genehmigt, tut sie sich oftmals nicht sehr leicht damit. So, und wir haben im Grunde 2 Dimensionen zu dem, was Sie ansprechen. Das eine ist die Frage, wie schafft es Rehabilitation, Fachkräfte in anderen Branchen, in anderen Wirtschaftsbereichen sozusagen arbeitsfähig zu halten. Ich sage mal, das schafft sie gut, wenn denn die Patienten in diese Einrichtungen kommen. Aber das ist nach wie vor der große Engpass. Ich erinnere da auch an das Thema Rehabilitation vor Pflege. Da muss man eben sagen, das machen die Krankenkassen nicht sehr gut. Die Chancen, Pflege zu vermeiden und dafür Reha einzusetzen, wäre eine zutiefst moralisch-ethisch gute. Sie wäre auch eine ökonomisch gute, aber sie machen es trotzdem nicht, weil wenn ein Patient erstmal in der Pflegeversicherung landet, gehen die Pflegekosten zumindest nicht mehr zulasten der Krankenkasse, sondern die landen in der Pflegeversicherung. Macht ja volkswirtschaftlich keinen Sinn, und ich kann mich daran erinnern an die große Kampagne Reha vor Rente. Die hat vor vielen Jahren den Reha-Kliniken wahnsinnig geholfen. Und hat unsere Sozialversicherungssysteme dann insgesamt auch erheblich entlastet.
Eigentlich müsste es doch jetzt eine gleiche Kampagne geben, Reha vor Pflege. Ja, wir tun das auch. Wir haben auch durchaus Erfolge erzielt, haben im Bereich der geriatrischen Rehabilitation jetzt einen genehmigungsfreien Zugang zu solchen Leistungen. Aber trotzdem finden die Krankenkassen immer wieder einen Kniff und ein Einfallstor, doch zu sagen, ich muss am Ende einen Stempel drunter setzen. Und das tun sie doch eher zurückhaltend. Also die Zahl der Reha-Ausgaben in der Krankenversicherung ist ja nicht gestiegen wie der Pflegeanteil oder der Anteil der Pflegebedürftigen, sondern der Anteil der Pflegebedürftigen schießt in die Höhe und die Ausgaben der Krankenversicherung für Reha, um Pflege zu vermeiden, ist mittlerweile drastisch abgesunken. Also ist den Kassen, jetzt mal unsere alten Arbeitgeber, ist das Hemd näher als die Hose? Absolut. Wir müssen gesetzgeberisch gegensteuern, damit die Kasse ein Interesse daran hat, die Reha zu finanzieren, damit die Pflegekasse nicht belastet wird. Genau, und wir müssen natürlich sehen, niemand wünscht sich doch für sein eigenes Leben in einem Pflegeheim sozusagen die letzten Lebensjahre zu verbringen. Jeder wünscht sich, dass er in seiner Wohnung bleibt. Also müssen wir doch wirklich alles tun, dass wir sowohl diesem Wunsch, der auch zudem noch die Sozialsysteme nicht so stark belastet wie Pflege, dass wir in dem Bewusstsein, dass uns die Fachkräfte in den Pflegeheimen fehlen, dass wir möglichst viele Menschen aus dem Pflegeheim fernhalten. Das wäre eigentlich das Gebot. Prävention. Wie wollen wir den Mangel an Fachkräften in der Reha sicherstellen oder die Besetzung sicherstellen, wenn wir eben gerade so einen großen Druck über die Krankenhäuser haben, die Krankenhäuser und die Unikliniken, öffentliche Träger mit Entlastungstarifverträgen, mit TVÖD, eine Vergütung zahlen, die sich kaum eine Reha-Klinik leisten kann? Ja, das ist ein enormer Druck und das spüren die Reha-Kliniken, dass auch Leute ihre Beschäftigung in Reha-Einrichtungen beenden und zu Krankenhäusern wechseln. Da werden in Teilen enorme Abwerbeprämien bezahlt. Es ist finanziell attraktiver. Es ist allerdings ganz sicher auch mit Nachtdiensten verbunden, die man in der Reha vielleicht nicht so hat. Also es spricht auch viel dafür, dass es positive Effekte einer Tätigkeit in der Reha gibt. Aber tatsächlich, das ist ein erhebliches Thema und wir spüren auch, dass wir die gestiegenen Personalkosten, die in der Reha anfallen, im Grunde kaum refinanzieren können. Weder bei der Krankenversicherung noch bei der Rentenversicherung in dem gebotenen Maße, um auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir müssen nachlegen, sonst gehen die Leute einfach schon wegen des Geldes in die Krankenhäuser oder woanders hin. Also wenn wir fair wären, müssten wir das Pflegebudget auf die Reha-Häuser ausweiten? Ja, das ist jetzt nicht meine ordnungspolitische Vorstellung. Ich halte das Pflegebudget ganz offen für eine der größten ordnungspolitischen Fehlentscheidungen, die man in der letzten Zeit getroffen hat. Und man erkennt ja auch, wie schwierig das Handling einer solchen Entscheidung ist. Wir sind in Teilen noch dabei, mit den Krankenkassen Pflegebudgets aus dem Jahr 2001 zu verhandeln. Und das ist natürlich, das zeigt ja, wie absurd das ist. Und ich würde uns jetzt nicht wünschen, dass wir den gleichen Unsinn auch nochmal in der Reha machen. Okay, dann ist die Lösung, die Pflegeausbildung auch in der Reha ermöglichen. Auf jeden Fall. Das ist auch eine klar postulierte Verbandsposition. Unsere Mitglieder sagen, es wäre wirklich gut und wünschenswert, wenn der Gesetzgeber erlaubt, dass Pflegeausbildung auch in Reha-Einrichtungen stattfindet. Wir kämpfen im Moment massiv darum, auch das beim Gesetzgeber zu platzieren. Jetzt haben Sie eben erwähnt, es gibt ja zwei Hauptbeleger, die Deutsche Rentenversicherung und die Krankenversicherung. Die Deutsche Rentenversicherung hat ein neues Steuerungsverfahren, was vielen Kliniken große Sorgen bereitet, weil natürlich immer die DRV-eigenen Kliniken, ich habe selbst mal in einer gearbeitet, die DRV-eigenen Kliniken statistisch bevorzugt werden bei der Zuweisung. Wie ist die aktuelle Verbandsposition? Na, zunächst mal bin ich ja überrascht, was Ihre Vita alles noch so aufweist. Ja. Also auch DRV-eigene Kliniken, das ist ja eine Sensation. Eigentlich ist es ein Skandal, weil die DRV sollte keine Kliniken selber betreiben. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Genau. Also, aber das ist jetzt, wie es ist. Wir würden jetzt auch nicht grundsätzlich diesen Umstand beklagen, dass die DRV eigene Kliniken betreibt. Aber was Ihr Ausgangspunkt für diese Änderungen sind, die jetzt in sogenannten verbindlichen Entscheidungen getroffen sind, ist eine Transparenz im Beschaffungsprozess. Und das ist auch gut und richtig, dass man
der Rentenversicherung, die auf der einen Seite als Versicherung auftritt und auf der anderen Seite gleichzeitig eigener Klinikbetreiber ist, dass man da ein paar Spielregeln aufstellt, wenn es daneben auch Vertragseinrichtungen gibt, wie das miteinander funktioniert, und zwar diskriminierungsfrei und transparent. Das ist sozusagen die gesetzgeberische Grundidee, die da eine Rolle spielt. Also man will einfach wissen, warum landet ein Patient in der trägereigenen Klinik oder in der Vertragseinrichtung, in der Vertragsklinik. Das muss man wissen, das war der Anspruch des Gesetzgebers. Da finde ich, hat die deutsche Rentenversicherung durchaus noch Luft nach oben, das auch wirklich transparent und diskriminierungsfrei zu machen. Denn im Moment empfiehlt sie, jede zweite Klinik, beziehungsweise wenn Vorschläge zur Klinikbelegung gemacht werden, zwei trägereigene Kliniken und zwei Vertragseinrichtungen, obwohl das schon vom Marktanteil überhaupt nicht hinkommt, mit einer solchen Aufteilung 50-50 zu agieren, denn es gibt nur 20% trägereigene Kliniken. Also es ist eine deutliche Bevorteilung der trägereigenen Kliniken. Und das ist einfach nicht gut. Und ich finde, da verkauft sich auch die deutsche Rentenversicherung auch mit ihren Kliniken unter Wert. Denn sie setzt sich doch dem Verdacht aus, dass sie in der normalen Belegungssteuerung offensichtlich keine Chance hätte, weil die Qualität zu schlecht wäre. Also ich gehe da einen Schritt weiter als Sie. Es ehrt Sie ja, dass Sie sagen, die DRV sollte nicht Kliniken betreiben. Die Klinik, in der ich mal tätig war als Geschäftsführer, ist inzwischen im Insolvenzverfahren. Insofern zeigt das, dass die DRV wirklich substanzielle Probleme hat mit ihren Kliniken. Und sehen wir ja bei vielen öffentlichen Trägern. Ja. Sehen wir bei vielen öffentlichen Trägern. Zur Ehrenrettung der DRV muss ich aber auch ganz klar sagen, die Pflegesätze bei der DRV sind deutlich höher, deutlich fairer als die der Krankenkassen. Ich verstehe das offen gesagt nicht wirklich, dass die Kassen über Jahre pauschaliert haben, die gesamte Reha pauschaliert haben, einen massiven Druck auf die Pflegesätze ausgeübt haben. Da hat die DRV nicht mitgemacht. Das muss man ihr wirklich zugutehalten. Aber was tut der BDPK gegen diese Situation? Naja, so sehr viel tun können wir natürlich nicht, weil in erster Linie zunächst mal die Kliniken sehen müssen, dass sie auskömmliche Pflegesätze auch verhandeln. Und da darf man sich dann vielleicht auch nicht immer nur unter Druck bringen lassen und bedrohen lassen, was dann der übliche Reaktionsmechanismus der Versicherung ist, dass man sie nicht mehr belegt. Also mein erster Appell an die Kliniken, ihr müsst auch ein bisschen gerade stehen und lasst euch nicht direkt ins Boxhorn jagen. Zweiter Punkt, man muss schon sehr genau betrachten, ob die Leistungsinhalte für erwerbstätige Patienten im Verhältnis zu über 60-Jährigen, für die die GKV meist zuständig ist, inwieweit die vergleichbar sind. Das ist eine ganz objektive Herangehensweise, dass man natürlich fragen muss, was macht die Klinik? Und die Kosten sozusagen, die aus der Leistungserbringung resultieren, müssen gedeckt sein. Da haben wir sehr intensiv in der letzten Legislaturperiode für die Regelung des IPREX, also des Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetzes, votiert. Das ist auch gesetzgeberisch beschlossen worden und wir müssen jetzt mit den Krankenkassen bzw. mit dem GKV-Spitzenverband verhandeln, wie wir denn die Grundsätze für Vergütung sehen. Aber es bleibt dabei, ordnungspolitisch ist die Krankenkasse insofern ein schwieriger Partner für die Rehabilitation, weil die sozusagen unter einem ganz massiven Kostenvermeidungswettbewerb stehen. Jetzt haben wir heute in Berlin diskutiert, dass sich die Versorgungsmodelle ein wenig ändern werden oder könnten in Zukunft. Wir hatten Herrn Dr. Hildebrand hier zu Gast, der von Verfahren natürlich oder Prozessen berichtet hat, zum Beispiel aus den USA oder aus Spanien, Quirón Salud von unseren Kollegen von Helios, wo wir Modelle haben, da findet die Reha eben 4 Wochen vor dem operativen Eingriff statt. Ein Patient wird auftrainiert, hat dann nur eine ganz, ganz kurze, wenn überhaupt stationäre Reha-Phase. Das sind Modelle, die in den USA bei Kaiser Permanente oder auch bei anderen Trägern so praktiziert werden, sehr, sehr erfolgreich und die besseren Outcome und geringere Kosten haben. Sind die Reha-Träger darauf eingestellt und glauben Sie, dass die Krankenversicherer bereit sind, quasi das Umswitchen des Modells entsprechend zu finanzieren? Ich bin
ein wenig skeptisch, ob die Reha-Träger, also die Krankenkassen und die Rentenversicherungen dazu bereit sind. Denn das würde bedeuten, dass man die gewohnten Prozesse deutlich verändert. Also ich halte das für richtig, dass man sowas macht, überlegt und auch erprobt. Aber so richtig optimistisch, ob die Krankenkassen das tatsächlich tun werden, bin ich nicht. Ich weiß aber, dass im Gesundheitsministerium auch an solchen Modellen überlegt wird, zumindest die Rehabilitation zu flexibilisieren. Wobei meine große Sorge dann immer ist, dass Flexibilisieren im Sinne in der Wahrnehmung der Krankenkassen heißt, mach doch mal weniger, dann wird es auch für die Kassen billiger. Also ich erlebe die Krankenkassen, das muss ich nochmal rundheraus sagen, nicht als diejenigen, die sich wirklich für eine gute Patientenversorgung einsetzen, sondern ich erlebe sie viel mehr als jemand, der sich einsetzt für eine günstige Versorgung. Gut, günstig oder wirtschaftlich und zweckmäßig steht im SGB, muss ich wieder den Kassen helfen. Aber sie muss auch gut sein. Das ist zweifelsohne so. Nichtsdestotrotz erlebe ich auch Krankenkassen und wir haben ja einige Vereinbarungen geschlossen über Qualitätsverträge, die eben genau das auch möchten und da proaktiv vorgehen. Ich frage mal in eine andere Richtung. Hat die Reha genug politischen Einfluss oder politische Lobby? Ja, mehr geht immer, das ist gar keine Frage. Und man muss auch ganz objektiv sagen, dass das Krankenhaus, vielleicht auch die Ärzteschaft, stärker im Fokus steht als die Reha. Aber es ist uns durchaus gelungen, die Rehabilitation auch stärker in der politischen Wahrnehmung und auch in der Versorgungsgestaltung zu berücksichtigen. Aber da gibt es dennoch Luft nach oben. Ich springe noch mal ein bisschen zurück auf die aktuelle Gesundheitspolitik. Jetzt gibt es das Eckpunktepapier von der Regierungskommission zur Krankenhausfinanzierung. Dann gab es die große Erfolgsmeldung, Bund, Länder haben sich geeinigt. Herr Lauterbach hat sich in den Medien, Pressekonferenz und in Talkshows gefeiert für diese Einigung. Kürzeste Zeit danach kamen lustige Briefe aus den Bundesländern von den Landesgesundheitsministern, die sagen, ja, lieber Karl, herzlichen Dank, hast du ganz toll gemacht, aber erstens, zweitens, drittens, das geht nicht und das wollen wir nicht. Und da gibt es teilweise Briefe, die im Grunde genommen jedes einzelne Detail dieses Reformansatzes auf den Kopf stellen. Gibt es jetzt eine Bund-Länder-Einigung oder wie gehen wir in die Sommerpause? Ich habe die Vermutung, dass es gar nicht so einen hohen inhaltlichen Überschneidungsgrad bei den Wegen gibt, wie man zu einer Krankenhausreform kommt zwischen Bund und Ländern. Das ist, glaube ich, doch deutlich unterschiedlicher und ich kann das aus Sicht der Länder ziemlich gut nachvollziehen. Wenn man auf der einen Seite dafür Verantwortung, auch politische Verantwortung trägt, wie die Lebensverhältnisse in einem Bundesland sind, in einer urbanen oder in einer ländlichen Region, und wenn es im Bereich der Planungshoheit liegt, wo ein Krankenhaus steht und wo nicht und was das zu tun hat und was nicht, dann wird es, glaube ich, ganz schwierig, wenn man meint, man könnte von Bundesebene aus diese Bedingungen verändern. Das, glaube ich, ist der größte Konflikt in diesem Thema und der ist aus meiner Sicht nicht ausgeräumt. Und das zeigen auch genau solche Entwicklungen. Erwähnenswert zu der letzten Pressekonferenz ist ja im Übrigen auch noch, dass ein Gesundheitsminister eines südlichen Bundeslandes nicht bei dieser Pressekonferenz dabei war, sondern zeitgleich eine eigene abgehalten hat. Das ist richtig, aber ich glaube am Ende, Herr Lauterbach wird wahrscheinlich die Level opfern, da rechnen alle mit, aber dann über die Leistungsgruppen und die Struktur- und Qualitätskriterien der Leistungsgruppen im Endeffekt die Länderplanung machen. Am Ende entscheidet dann der MDK, der Medizinische Dienst der Krankenkassen, darüber, ob das Krankenhaus eine bestimmte Fachrichtung oder eine bestimmte Leistung erbringen durfte oder nicht. Haben die Länder das verstanden? Ist das ein trojanisches Pferd? Ja, ich glaube schon. Aber ob und inwieweit man jetzt auch sich bei der Reform durchsetzen wird, ich glaube, das müssen die nächsten Wochen zeigen. Ich glaube, der Konflikt ist in vielen Bundesländern klar. Ich würde auch keinem Landesgesundheitsminister oder keiner Landesgesundheitsministerin unterstellen, dass sie das nicht verstanden haben. Es wird nur die Frage sein, wie reagiert man auf diese notwendigen Abstimmungen, die zwischen Bund und Ländern notwendig sind, von Seiten des Gesundheitsministers. Und ganz offen gesagt glaube ich nicht, dass er von seinen
Überzeugungen ablässt. Ich glaube, er wird an seinen Überzeugungen festhalten und wird ein weiteres Mal die Bundesländer brüskieren. Das, glaube ich, wird passieren. Dann wird es einen Gesetzentwurf geben, der am Ende zustimmungspflichtig sein wird. Und dann wird es wirklich um die Nagelprobe gehen, ob am Ende wirklich eine Krankenhausreform steht. Ganz sicher keine Jahrhundertreform, vielleicht sogar nur ein Reformchen. Sicher keine Revolution, davon ist auszugehen. Sicher keine Entbürokratisierung, weil davon sehe ich nichts. Sicher auch keine Entökonomisierung. Damit komme ich nochmal auf den Anfang zurück. Wahrscheinlich werden wir beide in 10 Jahren immer noch in diesem System arbeiten oder arbeiten müssen. Wir wollen doch nicht vom Schlimmsten ausgehen. Wo stehen wir denn in 10 Jahren? Haben wir dann die Staatsmedizin nach Vorbild NHS? Gibt es noch private Träger oder was glauben Sie, wo wir in 10 Jahren sind? Ohne private Träger wird es nicht gehen. Weder im Krankenhausbereich, noch in der ärztlichen Versorgung, noch im Pflegebereich. Es wird nicht ohne private Anbieter gehen. Das kann kein Staat übernehmen, diese Investitionstätigkeit. Also uns wird es nach wie vor geben. Wo wir stehen werden, weiß ich nicht. Ich kann hoffen, ich kann vermuten oder ich kann mir wünschen, wo ich uns gerne sähe. Und da würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht auch mit dem Beginn dieser Reform oder in der Diskussion zu dieser Reform mal dazu kommen, eine integrierte Versorgungsplanung zu machen. Oder regionale Versorgungsplanung heißt, wir sollten uns mal fragen, was denn ein Mitbürger, egal ob er in der Stadt wohnt oder in ländlichen Bereichen, in 30 Minuten, um mal eine Hausnummer zu nennen, an Gesundheitsleistungen erreichen muss. Und da, glaube ich, sind vor allem lebensbedrohliche medizinische Interventionen wichtig. Ich nenne den Herzinfarkt, den Schlaganfall, den Unfall, den internistischen Notfall. Und wenn wir es schaffen würden, und das würde ich mir wünschen, auf diese Dinge zu fokussieren und zu fragen, was muss dem Menschen zur Verfügung stehen, egal wo er wohnt, in 30 Minuten. Egal ob unter Optimierung des Rettungsdienstes, unter Nachausrüstung einer bestehenden Klinik, dann hätten wir, glaube ich, enorm viel geschafft. Weil ich glaube, das, was im Moment suggeriert wird, dass unser Problem ist, dass die Herztransplantation an der falschen Stelle stattfindet, das ist ja nicht so. Das ist nicht die Regel. Es wird Eingriffe geben, die vielleicht besser an anderen Krankenhäusern stattfinden würden, aber das ist, glaube ich, nicht das Riesenthema, und ich glaube, dass wir damit auch Effizienz gewinnen. Und ich würde mir weiterhin wünschen, dass eine solche regionale Versorgungsplanung, die auch vielleicht Teile der ambulanten Versorgung einbezieht, die auch eine Übergangspflege mit einbezieht, wie werden wir die Patienten am Ende des Krankenhausaufenthaltes auch gut los und geben sie in gute Betreuung, dass sie vielleicht wieder fit werden für das Wohnen und Leben im häuslichen Umfeld, dass das auch eine Basis ist, um vielleicht auch regionale Versorgungsmodelle zu entwickeln. Capitation-Modelle, populationsbezogene Versorgungsmodelle, in denen dann auch Dinge, die wir heute gehört haben, nämlich zum Beispiel Krankheitsvermeidung, einen Wert bekommen. Das würde ich mir wünschen. Die Vision gefällt mir sehr, sehr gut. Capitation finde ich ohnehin schön. Und ich bin auch ganz ehrlich erleichtert, weil der ICE hat heute von Hamburg nach Berlin geschlagene 3 Stunden gebraucht, anstatt 90 Minuten. Das heißt, ich muss nicht in die Charité zur Behandlung. Herzlichen Dank, lieber Thomas Bublitz. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Herzlichen Dank, Herr Anke.